Scum hat mal wieder ein kleines neues Update. Neben den üblichen Bugfixes erwartet uns ein Wasserflugzeug, neue Mauern und ein neuer Bereich in der Safe Zone. Mehr dazu in diesem Video. Starten wir direkt mal mit dem Highlight, dem neuen Wasserflugzeug, was hier unten im Bildschirm langsam auf mich zukommt. Hier habe ich schon mal eins geparkt. Flugzeuge gibt es ja seit dem neuesten Update sowieso schon und hier haben wir jetzt nun auch eines, was ja mal schön auf Wasser landen kann. Das Ganze werden wir jetzt auch erstmal ausprobieren. Einmal einsteigen und Motor starten. Noch mal ein Plätzchen zum Landen. Na, das üben wir vielleicht nochmal. Bisher konnte man Flugzeuge nicht wirklich sichern. Zwar kann man sie mit einem Schloss verriegeln, aber das lässt sich knacken. Autos lassen sich zusätzlich in einer Garage verschließen oder gleich in einer Base. Aber für Flugzeuge waren die Tore schlichtweg zu klein. Nee. Das passt hier definitiv nicht durch. Neu sind nun diese größeren Rahmen für Flugzeuge. Man findet sie ganz normal im Baumenü, wie alle anderen Wände auch. Wollen wir doch mal eins bauen. Passend dazu gibt es auch die Tore. Diese klappen auch nicht einfach auf, sondern gehen ganz mechanisch zu den Seiten. Aufrüsten können wir das Ganze natürlich auch noch. So sieht Stufe 2 des Tores aus. Hier haben wir schon Stufe 3. Und zum Abschluss Stufe 4. Hier sollte das Flugzeug nun problemlos durchpassen. In der Safe Zone hat nur noch der Saloon geöffnet. Hier finden wir alle möglichen Getränke und Essen. Alles, was man vorher bei diesem handelsüblichen Händler gefunden hat. Haben wir jetzt bei ihr. Übersetzungsfehler ist noch da. Schuhe wollen wir nicht haben. Aber hier gibt es auf jeden Fall alle möglichen Getränke. Um mit seinen Freunden hier ein bisschen Party zu machen. Alles klar. Ich freue mich vor allem auf eventuelle, nun ja, Karaoke-Abende.
Auch der obere Bereich lädt zum Verweilen mit Freunden ein. Was du dort findest, das findest du doch am besten selbst heraus. Ich fliege jetzt noch ein Ründchen, da ich hier noch mit ein bisschen üben muss.